Shatner Stories präsentiert Die Legende des Odin. Die Legende des Odin ist eine lesbare Steintafel in der Klassenordenshalle der Krieger, der Himmelsfeste in den Hallen der Tapferkeit. Niedergeschrieben wurde sie von Fjornsen Steinmeißler, dem Bewahrer der Legenden, und anderen Geschichtenwebern der Vreykul. Die Legende des Odin kann mit Hilfe von vergessenen Legenden von Odin ausgebaut werden. Diese Schriftrollen können seit Patch 7.2 zufällig von Vreykul in Sturmheim und an der verheerten Küste erbeutet werden und schalten zusätzliche Geschichten auf der Runentafel frei. Prolog. Odin sagte einst, dass jeder Krieger der Vreykul eine Geschichte zu erzählen hätte. Manche handeln von tapferen Taten und selbstloser Aufopferung. Andere sind Geschichten über Stärke und Eroberung. Ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, jene Geschichten zu suchen und zu sammeln, denn ich bin kein Krieger. Beim Grübeln über den besten Anfang wurde mir schnell bewusst, dass er von Odin selbst handeln muss. Die bedeutendsten Geschichten der Vreykul erblassen im Angesicht seiner Taten. Wer das Land bewandert, bemerkt bald, wie die tapfersten Krieger voller Ehrfurcht von seinen Legenden berichten. Wenn wir Vreykul unser wahres Potenzial erreichen wollen, so wird dies zweifelsohne durch sein Vorbild geschehen. Beachtet also gut, was nun folgt. Viele der Geschichten entspringen Odins eigener Erzählung und wurden von den Geschichtswebern der Vreykul, die vor mir kamen, sorgfältig niedergeschrieben. Kapitel 1: Der große Odin und der Feuerfürst. Warum trägt Odin, ein Krieger aus Eisen und Bronze, das Mal des Feuerfürsten an seinem Kinn? Der alte Brynjar wird es euch erzählen. Jeder Vreykul, der seinen Kopf noch auf den Schultern trägt, kennt die Geschichte vom mächtigen Odin und dem Feuerfürsten. Aber es gibt keine Erzählung, die die unfehlbare Stärke des Wächters, seinen unsterblichen Mut und seine unglaubliche Ehre besser zeigt, als jene vom Bart des mächtigen Odin. In einem Zeitalter, ehe Odin die Vreykul zu ewigem Ruhm erhob, führten er und sein Gefolgswächter, der tapfere Tyr, Krieg gegen den Elementarfürsten Ragnaros. Zusammen wagten sie sich in die verkohlte Domäne des Behemoths, um ihn zu zerstören. Sie mähten seine geschmolzene Armee nieder wie Weizen mit einer Sense. Und der Feuerfürst lief in Angst vor den beeindruckenden Champions davon. Er dachte, er könnte sich vor den Wächtern in einem Hort verstecken. Aber wohin auch immer er floh, Odin und Tyr folgten ihm und legten Ragnaros Reich in Schutt und Asche. Im Inneren des Hortes des Feuerfürsten brodelte und wütete ein Inferno, das die Macht des Elementars unterstützte. »Ich bin ermächtigt«, rief Ragnaros stolz. »Nähert euch mir, Insekten, wenn ihr es wagt!« Wie arrogant der Feuerfürst war, wie närrisch die Wächter von Azeroth herauszufordern. Odin war zu voll des Mutes und zu reinem Herzen, als dass ihn solche leeren Drohungen hätten erschüttern können. Der Wächter traf den Feuerfürsten mit der Stärke von 1000 Vreykul und ließ stechende Speere aus Licht auf Ragnaros niederregnen, während Tyr mit seinem silbernen Hammer zuschlug. Und schon bald fand sich der erbärmliche Feuerfürst am Rand der Niederlage. »Ragnaros ist eindeutig keine Herausforderung für unsere Stärke, Bruder«, sagte Tyr. »Ich hoffe, du wirst nicht entsetzt sein, wenn ich den finalen Hieb lande.« Odin lachte. »Ha, ich werde den Feuerfürsten eher zu Fall bringen.« Und damit stürmten die zwei großen Krieger auf Ragnaros los und wünschten dem anderen jeweils das Beste. Nachdem der armselige Feuerfürst ihre Wette gehört hatte, rief er Rauch herbei, so schwarz wie die Nacht, der seine geschwächte Form umgab. Keiner der Wächter konnte seinen Gegner finden, bis Tyr seinen scheinenden Hammer wie eine Fackel schwang, die Dunkelheit durchschnitt und Ragnaros im Kern traf. Doch bevor er den Feuerfürsten fällen konnte, entbrannte eine frische Flammengicht aus Ragnaros Maul und trieb Tyr zurück. Unser großer Odin war nicht so leicht zu besiegen. »Lass den Feuerfürsten mich schlagen«, sagte Odin.
Ich bin der Auserwählte von Amantul. Keiner, nicht einmal dieser vermeintliche Fürst, kann gegen meine Macht bestehen. Mit diesen Worten lief Odin zu Ragnaros, ließ sich von dem Inferno verschlingen und traf den Feuerfürsten mit einem einzigen Hieb. Sogar als er fiel, brandete Ragnaros Flamme über Odin und setzte das Gesicht des Wächters mit der Wut des Feuerfürsten in Flammen. Wieder lachte der mächtige Odin und erschütterte das Herz der Welt mit seiner Heiterkeit. Doch wo einst sein Bart gewesen war, wütete jetzt ein Meer aus geschmolzenen Felsen und Feuer. »Bruder«, rief Tyr, »vergiss unsere Wette, du wurdest durch den Feuerfürsten vernarbt. Wie sollen wir jemals deine Wunden heilen?« »Du sagst solche Dinge nur, weil ich dich übertroffen habe, Tyr. Lass es sein«, erklärte Odin. »Jetzt werden alle wissen, dass ich den Feuerfürsten besiegt habe, da seine Macht keine Herausforderung für meine ist.« Kapitel 2: Der Wanderer und die Schlange. Verfasst von Cormyr Silverhahn. Lange nach den Schatten, lange vor der großen Teilung, saß Odin als Erstgenannter von allen Dingen. Wächter und Titanengeschmiedete gehorchten gleichermaßen seiner fairen und gerechten Herrschaft, da es keinen größeren als ihn gab. Odin durchwanderte oft die Welt, um über seine Diener zu wachen. Er tat dies verkleidet als einer von ihnen, da er sehen wollte, wie sie wahrhaft lebten. Der Respekt, den ein Krieger einem Fremden zeigt, enthüllt das wahre Maß seiner Tapferkeit, sagte Odin einst. Manchmal nahm er die Form eines Irdenen an, manchmal die eines Riesen oder eines Freikul. Doch egal wie er erschien, immer hockte ein Rabe auf jeder Schulter. Er konnte durch ihre Ohren hören und gewahrte, wenn jemand Lügen spann. Während seiner Aufenthalte traf er viele Titanengeschmiedete, und genauso viele beurteilte er als edel. Doch vor allem anderen fühlte er sich zu den Vraykul hingezogen. In der Form eines Vraykul kämpfte Odin mit ihren Kriegern, sang mit ihren Geschichtswebern und formte Metall mit ihren Schmieden. »Diese Vraykul sind wie ich«, sagte er, »Krieger, mutig und unnachgiebig.« Während dieser Zeit geschah es, dass die eisblaue Schlange Ysildr aus den schwarzen Gruben der Erde glitt und die Vraykul jagte. So schrecklich war diese Bestie, dass wenn sie sich zu ihrer vollen Länge streckte, ihr Schwanz hinter dem Horizont verschwand. Sie konnte ein Dutzend Vraykul auf einmal verschlingen und zerquetschte ihre Metallkörper mit ihren Obsidianzähnen. Einige sagten, Ysildr wäre eine von Wächter Freyas Tiergefährten, der vor Wut verrückt geworden war. Andere sagten, es wäre ein weit älteres und unaussprechlicheres Ding, ein Albtraum, geboren in der Ära der Schatten. Odin fürchtete um die Vraykul. Er war bereit, seine Verkleidung abzuwerfen und die Bestie selbst zu bekämpfen, aber er merkte, dass es nicht nötig war. Die Vraykul kämpften gemeinsam, sie zogen Ysildrs eisenähnliche Schuppen zurück und stachen in ihr Fleisch. Sie stachen ihre Augen aus und stumpften ihre Fangzähne ab. »Wie mächtig die Vraykul waren«, sagte Odin von jenem Tag an, »wie furchtlos ihre Herzen waren.« Doch Ysildr war kein normales Monster und sogar die Vraykul konnten sie nicht gänzlich bezwingen. So eilte Odin zur Spitze des Schwanzes der Schlange. Kein Vraykul war so weit gereist. Allein Odin nahm seine wahre Gestalt an, ergriff Ysildrs Schwanz und schleuderte das Tier mit einem mächtigen Schwung gen Himmel. Die Schlange flog so hoch, dass sie die Sonne verdeckte und den Tag zur Nacht machte. Sie segelte über Berge und Flüsse, über Wälder und Sümpfe. Einige Tage später landete sie im Meer und sank in die kalten Tiefen. Ysildr war nie wieder gesehen. Kapitel 3: Hallen aus Gold und Ruhm. Verfasst von Irvar Iselmar. Zwei Vraykul-Krieger stritten einst darüber, wie die Hallen der Tapferkeit überhaupt entstanden waren. Einer von ihnen glaubte, dass die Festung von den Händen des ersten Vraykul geschnitzt worden war, der jemals die Welt durchwanderte.
Der andere behauptete, dass die Hallen schon vorher existiert hätten, seit der Zeit, als Azeroth geboren wurde. Ihr Gezänk ging so weiter, bis ein anderer Vrykul auf den Flügeln eines Sturmdrachen kam, um den Streit zu beenden. Nicht mit Gewalt, sondern mit Worten. Seine Stimme trug das Gewicht eines Berges und er beruhigte die wütenden Vrykul und setzte ihnen geradeswegs diese Geschichte vor. Ihr irrt euch beide über die Hallen der Tapferkeit. Hört gut zu, und ich werde euch das Richtige dazu sagen. Die Hallen entstanden vor der großen Teilung, als die Titanengeschmiedeten schwach und gleichgültig geworden waren. Sie waren müde vom Krieg gegen die Schatten und vom Wiederaufbau dieser Welt. Wer kann ihnen die Schuld dafür geben, dass sie ein bisschen Ruhe wollten? Die anderen Wächter, alle, außer Odin, hatten den Glauben an sich selbst verloren. Seht ihr, sie glaubten, sie könnten die Welt nicht mehr alleine beschützen. Und so beschlossen sie stattdessen, die Protodrachen als Hüter zu weihen. Sie wollten diesen Tieren göttliche Macht geben und vertrauten darauf, dass sie diese mit Bedacht nutzen würden. Dummköpfe, wie konnten sie auf solche Dinge vertrauen? Die Protodrachen trugen das Blut von Elementaren, jene geistlosen Geschöpfe, die in der Zeit des Schattens dem Bösen gedient haben. Egal wie edel die Protodrachen schienen, waren ihre Herzen nicht mit Dunkelheit verdorben? Odin glaubte, dass es so war. Vertraut diesen geflügelten Tieren, sagte er zu den anderen Wächtern. Und ein Tag wird kommen, wenn sie ihre heilige Pflicht aufgeben werden. Aber ermächtigt stattdessen die Vrykul als Beschützer, und ihr werdet Zeuge von wahrhaftiger Tapferkeit und Stärke sein. Und was sagten die anderen Wächter dazu? Kein Wort, das sich lohnt zu wiederholen. Sie ignorierten Odins Weisheit und gewährten die Macht jenen verstreuten Protodrachen. Diese Kreaturen wuchsen an jenem Tag in Größe und Stärke. Sie wurden zu Drachenaspekten und ihre Kinder wurden als Drachen bekannt. Ja, Odin war verletzt, aber er war nicht ärgerlich. Achtet nicht auf Geschichten, die etwas anderes behaupten. Er fürchtete einfach nur um die Zukunft der Welt und um die Sicherheit seiner Geschöpfe. Es gab natürlich jemanden, der die Angst teilte. Die Zauberin namens Helia. Sie stand an Odins Seite, als alle anderen ihm den Rücken gekehrt hatten. Damals eine wahre Verbündete. Odin und Helia beschlossen, die Vrykul selbst zu ermächtigen und eine Armee zu schaffen, um die Welt zu behüten, wenn die primitiven Drachen versagten. Die anderen Wächter zischten und stampften mit ihren Füßen in Protest. Ha, sie waren sicherlich eifersüchtig, dass sie anfangs nicht an Odins Plan gedacht hatten. Dreimal reichte er die Hand zum Frieden und gab ihnen eine Chance zu helfen. Und dreimal wendeten sich die anderen Wächter von ihm ab. Zu stolz, sein gnädiges Angebot anzunehmen. Odin und Helia begannen bald ihre Arbeit. Sie wählten einen Flügel der großen Festung von Ulduar und sie baten die Erdriesen, diese Hallen neu zu gestalten und mit Gold zu bedecken. So wurden die Hallen von Valor geschaffen, ein Ort, wohin der Wächter und die Zauberin ihre Vrykul-Krieger bringen konnten. Als die Riesen ihre Arbeit beendet hatten, wirkte Helia ein Zauber, um den Ort so leicht wie eine Wolke zu machen. Die Hallen erhoben sich himmelwärts und trieben durch den Himmel, während Odin und die Zauberin von den Mauern aus zuschauten. Als er die Geschichte erzählt hatte, stieg der seltsame Vrykul wieder auf seinen Sturmdrachen und flog in den Himmel. Die zurückbleibenden Krieger beendeten ihren Kampf, denn sie konnten in ihren Knochen fühlen, dass der Fremde die Wahrheit gesprochen hatte. Kapitel 4: Das Auge des Wächters. Aufgezeichnet von Risa Hjafmir. Es gibt mehr Geschichten über Odins verlorene Augen, als es Sterne am Himmel gibt. Einige sagen, die große Schlange Ysildar riss es heraus. Andere sagen, die verräterische Helia hätte es gestohlen. Aber dies ist das Ende davon, die Wahrheit vom Wächter selbst. Die Hallen der Tapferkeit standen herrlich über der Welt und der große Odin sah, dass sie leer waren. »Diese Hallen sollen die letzte Ruhestätte meiner besten Krieger sein«, sagte er. »Ich muss die Welt des Todes sehen, denn nur dann kann ich die Geister der wildesten, tapfersten Vrykul an ihrem rechtmäßigen Platz in den Himmel erheben.
und sie werden Valachar heißen und diese Hallen ehren in den Äonen, die da kommen werden. Helia, die Zauberin, aber zweifelte am Plan des Wächters. Die Wesen des Todes sind uralt und mächtig, großer Odin, sagte sie. Sich in ihr Reich einzumischen ist gefährlich, auch für jemanden wie dich. Aber Odin wollte sich nicht schwächen lassen, und so begann sie ein Ritual, um die Schattenlande zu sehen. Tief in den Hallen der Tapferkeit zog Helia mit den arkanen Fäden des Universums einen magischen Kreis um Odin. Von den Energien der Welt zog sie Lichtströme aus reinstem Grün und dunkle Stränge tiefer als der reinste Schatten. Und die Zauberin webte sie um Odin zusammen, bis sich der Schleier über den Schattenlanden zu heben begann. Ein großer Geist erschien Odin aus diesem Kreis, der aus ätherischem Nebel aufstieg, formlos, um den Hüter in Schatten zu umgeben. Was wirst du geben? Fragte der Geist. Um über den Schleier dieser Welt hinauszuspähen. Der weise Odin betrachtete die Frage des Geistes. Ich habe zwei Augen, antwortete er. Eines, um in dieser Welt der Sterblichen zu sehen, und eines, um in das Reich der Geister zu sehen. Und damit zog sich Odin sein eigenes Auge aus dem Kopf und reichte es dem Geist. Der Geist umklammerte sein Auge und schluckte es ganz, und der große Odin sah. Durch dieses gegebene Auge sah Odin die Schattenlande. Er sah Leben, sah es sogar im Land des Todes, und er war zufrieden, dass seine Valachar jenseits des sterblichen Reiches leben würden. Und doch sah er auch den Tod. Er sah Seelen in Qual und Seelen in Angst, und die Hüllen der Toten lagen um ihn herum. Er sah gespenstische Geister, ohne Gesicht und andere ohne Gestalt, und alle wurden aus dem Tode selbst gemacht. Hatte selbst der große Odin, der Herr der Hallen der Tapferkeit, der von Amantul auserwählt wurde, Angst. Odin sah mit seinem anderen Auge in seine Welt zurück. Was hast du gesehen, großer Odin? Fragte Helia. Ich habe die Antwort gesehen, sagte Odin. Denn im Leben gibt es Tod. Und im Tod kann es Leben geben. Aber es gibt nur Wesen des Lebens und des Todes. Und meine Boten müssen beide Reiche überspannen. Und so schuf der große Odin die Walkür, Wesen zwischen Leben und Tod, die die Vraykul zu den Hallen der Tapferkeit geleiten würden. Sie werden aus dem Vraykul geformt, verkündete Odin, und ihre Tapferkeit wird ihre Brüder als Valachar für alle Zeit bewahren. So wie das Leben werden sie mächtig sein. So wie der Tod werden sie ewig sein. Kapitel 5 Die erste Walkür. Verfasst von Cormier Silverhahn. Woher kam die erste Walkür? Achtet darauf, dies nicht von Odin zu erfragen, es sei denn, ihr sucht seinen Zorn. Nur einmal hat der Hüter diese Frage beantwortet, und der Himmel wurde schwarz und die Meere wurden aufgewühlt und schäumten unter dem Gewicht seiner Worte. Nicht lange nachdem Zauberin Helia die Hallen der Tapferkeit in den Himmel erhoben hatte, entschied Odin, wie er die Seelen der würdigen Vraykul-Krieger in sein Gebiet bringen würde. Er wollte lebende Vraykul aufrufen, ihm zu helfen. Diese Diener würden ihr sterbliches Leben opfern, um etwas Großes zu werden. Die Kreaturen namens Valkyr, die zwischen Leben und Tod wandeln sollten, um die Seelen in die Hallen zu führen. Nun, Helia war von dieser Idee nicht begeistert. Der Gedanke, lebende Vraykul in solche Wesen zu verwandeln, war zu viel für sie, um ihn zu ertragen. Sie forderte Odin auf, seine Pläne zu überdenken. Wenn er es nicht tat, drohte Helia, die Hallen der Tapferkeit in Feuer und Schwefel zu Boden zu stürzen. Woher kam ein solcher Zorn? Nicht einmal Odin war sicher, aber er hatte seine Theorien. Vielleicht war Helia eifersüchtig, dass er sie nicht gebeten hatte, die erste Walkür zu werden. Oder vielleicht war etwas wirklich Dunkles und Unheimliches in ihrem Herzen verwurzelt. Schließlich hatte Helia die Schattenlande und ihre Kräfte studiert.
Hatte eine unbekannte Macht aus diesem verfluchten Reich nach ihr gegriffen und sie vergiftet? Odin bat Helia, ihre Meinung zu ändern, aber sie geriet nur noch mehr in Wut. Sie heulte ein Zauberlied, um die Hallen vom Himmel zu werfen, und der Wächter hatte wenig Wahl, als gegen sie zu handeln. Oh, was für eine schreckliche Schlacht dem folgte. Ihr mögt euch fragen, wie irgendeine Kreatur gegen den großen Odin bestehen konnte. Nun, Helia war eine berechnende Macht. Es war nicht Odin, der die Zauberin besiegte, sondern ihre eigene Arroganz. Helia wollte so verzweifelt gewinnen, dass sie in die Schattenlande griff, um die Macht dieser Domäne für sich selbst zu beanspruchen. Und im Gegenzug wurde sie in dieses schreckliche Reich gesaugt. Sie wäre für immer verloren gewesen, hätte Odin nicht sein eigenes Leben gefährdet und sie in Sicherheit gezogen. Als er sie zurück in das Reich der Lebenden brachte, war er wie betäubt von dem, was er sah. Von dem, was aus der geliebten Helia geworden war. Ihr Körper war zerbrochen und alles, was blieb, war ein verzerrtes Gespenst. Odin war untröstlich. Er konnte sie nicht in die Schattenlande zurückschicken, um dort in ewiger Qual zu leben. Noch konnte er sie frei auf der physischen Welt umherwandeln lassen, wo sie die Sterblichen terrorisieren würde. Die Antwort auf dieses Problem kam von Helia selbst. Ihre Reise in die Schattenlande hatte sie gedemütigt. Sie entschuldigte sich bei Odin für das, was sie getan hatte, und sie bat ihn, sie zu einer Walküre zu machen. Durch den Dienst an den Hallen der Tapferkeit suchte sie Erlösung. Obwohl sein Herz schwer war, gewährte Odin Helias Wunsch. Und so wurde die erste der Walküre geboren. Nun gibt es viele Geschichten da draußen, die behaupten, dass Odin Helia zwang, eine Walküre gegen ihren Willen zu werden. Nur ein Narr würde so etwas glauben. Diese Geschichte kommt von Odin selbst, und wie könnte jemand ein anderes Wort über das Seine halten? Kapitel 6: Die Versiegelung der Hallen der Tapferkeit. Verfasst von Hallsver Fjonsson. An jene, die Shatner Stories Kapitel 9 noch nicht gesehen haben: Vorsicht, Spoiler! In den wenigen Stunden der Vreykul-Nächte wird erzählt, wie der mächtige Wächter Odin in den Hallen der Tapferkeit eingesperrt wurde. In den Hallen, die er selbst geformt hatte. Die meisten behaupten, dass er von den ersten Walküren der Zauberin Helia verraten wurde, und sie liegen richtig. Möge sie für ihren Verrat brennen. Aber nur wenige sind sich der dunklen Wahrheit hinter ihrer widerlichen Missetat bewusst. Lasst es euch nun gesagt sein. In der Buße für ihre frühere Rebellion gegen Odin wurde Helia die erste Walküre. Und sie verbrachte Jahrtausende damit, die Seelen der heroischen Vreykul in die Hallen der Tapferkeit zu bringen, wo der Hüter sie trainierte und sie zu Valachar-Kriegern des Sturms machte. Seine Anhänger erfüllten Odin mit Stolz, denn sie waren die besten Kämpfer, die Azeroth jemals gekannt hatte, und sie beschützten leidenschaftlich die Welt. Helia diente Odin treu und gut und gewann seine Treue und Vertrauen wieder. Aber der schlangenzüngige Manipulator Loken, der danach hungerte, zum Obersten aufzusteigen und über alle anderen Wächter zu herrschen, in der Tat, um über die ganze Welt zu herrschen, wusste, dass er damit ihm das Gelänge Odin und seine Valachar beseitigen musste. Und so ging er zu Odins vertrautestem Diener, Helia, und spielte in ihrem Kopf, pflanzte dort Argwohn und Unzufriedenheit mit ihrer Position und überzeugte sie, dass Odin sie benutzt hatte, um seine eigene Macht und Ruhm zu verewigen. Dann holte Loken der Trickser zu seinem Meisterstreich aus und schlug einen Handel vor. Wenn Helia tun würde, was er sagte, würde er ihren freien Willen wiederherstellen. Warum solltest du denn Odins Sklave sein, wenn er dich nicht zu dem Glauben verleitet hätte, dass du ihm aus eigenem Antrieb gehorchst? Helia war wie betäubt, denn sie hatte gedacht, dass sie Odin bereitwillig diente. Aber Loken überzeugte sie, dass Odin sie heimlich gebunden hatte, um seinem Willen zu dienen. Nun war der Ofen ihrer Wut geschürt, und Helia stimmte zu, als Rache die Hallen der Tapferkeit für immer vom Rest von Azeroth zu versiegeln. Und Loken lächelte, als er sah, wie leicht Helia auf seinem Vorschlag einging, damit sobald Odin seine Anhänger gefangen waren, sie die Stellung des mächtigen Wächters als Aufseher über alle Vreykul-Geister übernehmen konnte. So betörte Loken die Zauberin, den Schutz von Odins Weisheit zu verlassen. Aus welchem anderen Grund hätte Helia so rücksichtslos Odin verraten sollen?
Als ihr Meister es am wenigsten erwartete, rief sie all ihre arkanen Mächte an und beugte die kataklysmischen Energien, die um Azeroth herumwirbelten, zu ihrem Willen, indem sie die Hallen der Tapferkeit und alle, die darin wohnten, versiegelten. Loken war nun frei, seine Listen für den Rest der Wächter auszuarbeiten. Und nachdem Helia ihre Knechtschaft entflohen war, übernahm sie das Kommando über die anderen Walkür. Aber sie war unfähig, den Anblick der goldenen Hallen zu behalten, denn sie erinnerte sich immer an ihren Verrat. So schuf sie ein neues Zuhause weit unten, gebunden an Azeroth Ozeane, das als Helheim bekannt wurde.